Der Echtgeld-Trade wird Ihnen präsentiert vom Börsendienst Optionsstrategien, Ihr Ideengeber für den Optionshandel. Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und es ist mal wieder Zeit, uns einen Trade anzuschauen. Deswegen geht es heute wieder um einen Echtgeld-Trade aus unseren Optionsstrategien. Beim letzten Echtgeld-Trade hatten wir ja einen langlaufenden Strangle auf Crude Oil gemacht. Wir mussten den ja mehrere Male adjustieren und am Ende ist ein sehr, sehr schöner Gewinn herausgekommen. Heute habe ich für euch mal einen ganz anderen Trade herausgesucht, nämlich einen Trade, bei dem es überhaupt nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben. Und zwar war das ein Trade in den Magerschweinen. Ganz konkret haben wir diese Trade-Idee am 18.08. diesen Jahres vorgestellt. Ich blende euch auch mal hier das Titelblatt ein, also dass ihr auch seht. Hier, das war die Ausgabe, ich glaube 33 müsste das gewesen sein, 33 diesen Jahres. Und ihr seht es ganz unten da an der Ecke steht Magerschweine. Oder beziehungsweise das, der Hinweis auf diesen Trade innerhalb der aktuellen Ausgabe. So, und die Grundidee war, und das seht ihr hier in diesem etwas längerfristigen Chartbild, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Magerschweine, das sind also lebende Schweinchen, die bereit sind zum Schlachten, deswegen heißen die Magerschweine, früher gab es auch mal noch die Pork Bellies, das waren tiefgefrorene Schweinebäuche, die gibt es aber heute nicht mehr, also hier Magerschweine, lebende Tiere, ich glaube, es ist um die 6 Monate alt. Und wenn man sich den Chart hier anschaut, dann sieht man, dass wir davon ausgegangen sind, dass die einen Boden bilden. Wir hatten dazu eine recht gute Positionierung der kommerziellen Marktteilnehmer in den Cut-Daten. Die Saisonalität war okay. Und deswegen haben wir gesagt, okay, hier schauen wir uns mal die Unterseite an, ob man denn da nicht eventuell Puts verkaufen kann. Jetzt hatten wir zum damaligen Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, also im August, eine sehr, sehr hohe implizite Volatilität der Optionen. Ihr seht hier auch einen entsprechenden Volatilitätschart, den wir also meistens mit zeigen und meistens auch mit unseren Abonnenten mit zeigen, damit sie auch selber einschätzen können, ist die Volatilität hoch oder ist sie niedrig. Und ihr wisst ja, wir nutzen sowohl bei Future-Optionen als auch bei Aktienoptionen gerne dieses Hilfsmittel der sogenannten IVR, das Implied Volatility Ranks. Das war damals bei 70%, also eine sehr hohe Volatilität, eine optimale Zeit, um Optionen zu verkaufen. So, was haben wir jetzt konkret getan? Das seht ihr hier im Chart und zwar haben wir am 18.08. also Puts verkauft auf die Magerschweine, die sogenannten Lean Hogs, und zwar 52er Puts. Ihr seht das hier auch eingezeichnet, wo war der Puts. Und ihr seht auch hier, die vertikale Linie kennzeichnet den Verfallstag dieser Optionen. Ganz genau waren das damals 58 Tage Restlaufzeit. So, gesagt, getan, wir haben diese Optionen verkauft. Und ja, jetzt, wenn das einmal gemacht ist, dann können wir nichts mehr machen, sondern müssen einfach mal schauen, was der Markt macht. Und der Markt lief die ersten paar Tage ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten, aber mehr oder weniger seitwärts. Dann allerdings war, und das zwar genau am, ich habe das Datum gar nicht aufgeschrieben, ihr seht es aber im Chart drin, nach ein paar Tagen ging es dann plötzlich heftig nach unten. Und zwar an 2 Tagen aufeinander, wirklich mit richtig Getöse ging es nach unten, sodass unsere Puts unter Druck geraten sind. Und die sind nicht nur ein bisschen unter Druck geraten, sondern so weit unter Druck geraten, dass wir hier auf unsere 100%-Regel zurückgreifen mussten. Das heißt, wenn der Preis der Option von unserem Verkaufspreis ausgehend sich verdoppelt hat, dann müssen wir das Ganze schließen. Das heißt, dann haben wir diese Optionen zurückgekauft und wir mussten hier an dieser Stelle erst einmal einen Verlust von $330 realisieren. So. Wer uns kennt, wer unsere Methoden kennt, der weiß natürlich, dass wir nicht einfach an der 100%-Grenze aussteigen und sagen, das war's, sondern wir versuchen das Ganze immer zu adjustieren. Und auch das haben wir getan, und zwar ganz konkret, dass wir gesagt haben, wir schieben jetzt den Put nach unten. Das heißt, wir haben ihn von 52 auf 50 nach unten geschoben, gleiche Laufzeit. Da wir allerdings natürlich für einen tiefer liegenden Put nicht das gleiche Geld bekommen, haben wir noch einmal zusätzlich einen Call mit oder Calls mit dazu verkauft. Das waren, glaube ich, ganz konkret immer jeweils 2 Stück für das Echtgelddepot in den Optionsstrategien. Das heißt also, wir haben 2 Calls verkauft an der 67 und 2 Puts an der 50. Und die Prämieneinnahme hat unseren Verlust, den wir hatten,
gedeckt. Das heißt also, der Preis, den wir bezahlt haben, um die Optionen, den 50er Put zu schließen, den haben wir jetzt wieder eingenommen durch den Verkauf der Calls und der Puts. Und ihr seht hier im Chart also das neue quasi Strike-Bild, oben der Call und unten die Puts. So, auch jetzt hieß es wieder warten und es verging ein paar Tage und zwar bis ganz konkret zum 19.09. Und ihr seht, wenn ihr euch den jetzt wieder eingeblendeten Chart anschaut, dass unsere Idee nicht aufgegangen ist. Unsere Ursprungsidee, wir glauben, es ist ein Boden im Markt, der Preis steigt, der ist nicht aufgegangen, die Preise sind weiter gefallen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, jetzt profitieren wir natürlich als Optionsverkäufer von zwei besonderen Dingen. Nummer eins, einmal, und das ist immer so, wenn man eine Option handelt, vom Zeitwertverlust. Der Käufer, für den ist ein Nachteil, für uns als Verkäufer ist es ein Vorteil. Und dieser Zeitwertverlust hat dazu beigetragen, dass die Preise der Optionen dennoch zurückgegangen sind und natürlich auch ein Rückgang der Volatilität war zu verzeichnen. Das heißt, diese sehr hohe Volatilität, die wir noch einen Monat eher hatten, 18.08. aufgesetzt, jetzt sind wir am 19.09., also fast auf den Tag genau einen Monat später. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt beide Optionen, sowohl die Calls, was offensichtlich ist, weil der Preis ja gefallen ist, aber auch die Puts waren jetzt plötzlich im Plus. Und zwar, die Calls waren jetzt an der 20% Marke, das heißt, hier griff automatisch das Limit, sie wurden zurückgekauft und wir haben einen Gewinn von knapp $170 realisiert und gleichzeitig haben wir uns jetzt dazu entschlossen, weil wir ja mit unserer Idee falsch lagen, warum sollten wir dann noch die Puts im Markt lassen? Und da die auch $189 im Plus lagen, haben wir sie zurückgekauft. Und wer jetzt ein bisschen mitgerechnet hat, 330 minus, zweimal Gewinn, der kommt darauf, dass wir hier sogar am Ende jetzt also ein kleines Plus hatten von, ich glaube, 28, also um die $30 nach Gebühren. So, und das finde ich ist ein viel, viel besserer Trade zum Lernen als zum Beispiel der langfristige Strangle vom letzten Mal, weil an diesem Strangle oder beziehungsweise an diesem ja jetzt entstandenen Strangle können wir doch ein paar Sachen durchaus lernen, nämlich Nummer 1, als Optionsverkäufer können wir auch Geld verdienen, wenn wir zu Beginn falsch liegen. Ne? Wenn ihr das einfach euch mal überlegt, unsere quasi Glaskugel hat uns gesagt, der Preis wird steigen, war natürlich falsch. Der Preis ist gefallen und nichtsdestotrotz haben wir am Ende keinen Verlust erlitten, sondern wir sind mit einem ganz Mini-Gewinn, aber sagen wir einfach, wenigstens plus minus null herausgegangen. Zweitens, wir lernen aus so einem Beispiel, und das ist ja nur eines unter sehr, sehr vielen Trades, die wir machen, dass sich eben Adjustieren wirklich sehr, sehr häufig lohnt. Als ich angefangen habe, da habe ich in der Regel immer sehr konsequent diese 100%-Regel eingehalten. Wenn wir also bei einem Verlust von 100% waren, bin ich rausgegangen, habe einfach den nächsten Trade gemacht. Das ist für einen Einsteiger auch genau das Richtige. Wenn man dann allerdings ein bisschen länger dabei ist, dann sollte man über dieses Adjustieren nachdenken, dann sollte man dieses Adjustieren lernen, weil damit können wir quasi sehr, sehr viele Trades retten klingt jetzt komisch, aber wir können es schaffen, dass wir eben sehr häufig die Verluste, die wir haben, minimieren. Sehr oft, wie in diesem Fall, auf plus minus null bekommen, manchmal sogar in einen Gewinn umwandeln können. Und das ist ja das Einzige, was die Performance eines Optionsverkäufers nach vorn bringen kann. Ne? Ihr wisst, wir können unsere Gewinne nicht erhöhen, weil mehr als die eingenommene Prämie gibt es nicht. Aber unsere Verluste können wir sehr, sehr deutlich verringern. Und wenn wir eben von 100 Verlusttrades im Jahr, die wir beispielsweise haben, wenn es uns da gelingen würde, nur die Hälfte auf plus minus null zu bringen, dann wäre das eine gigantische Performance-Verbesserung, die wir haben. Und ihr seht das an so einem Beispiel, wie man das machen kann, indem man eben beispielsweise aus einem Put, den man hat, einen Strangle macht oder wenn man mal einen Call geschrieben hat, dass man da einen Strangle macht. Wir könnten noch die Laufzeiten verschieben. Das können wir mal in einem anderen Beispiel uns anschauen. So. Und der dritte Punkt, das ist natürlich eine wichtige Sache. Warum ging denn das Ganze hier? Also der Preis, ihr habt es gesehen in den Charts, lief ja deutlich gegen uns. Normalerweise würde man ja denken, naja gut, da kann man doch eigentlich gar nicht so ungeschoren davon oder da rauskommen. Und der einzige Grund, warum das funktioniert hat, war, dass wir einen Punkt beachtet haben, nämlich, dass wir zum Start dieses Trades eine hohe implizite Volatilität hatten. Das heißt also, hier hat es uns einfach geholfen,
in hohe Volatilität hinein diese sehr teuren Optionen zu verkaufen. Und als dann eben die Volatilität fiel, dann hat uns dieser Volatilitätsrückgang geholfen, weil das eben unter anderem dazu beigetragen hat, dass auch der Put, obwohl der Preis ja gegen ihn lief, dass der sich einfach vom Preis her reduziert hat und wir eben nicht nur den Call offensichtlicherweise mit Gewinn schließen konnten, sondern eben auch noch den sehr teuer verkauften Put. Auch der hatte dann einen Gewinn und so war am Ende eben, wie gesagt, aus der Gesamtposition. Und ihr seht es auch hier nochmal eingeblendet, alle drei Trades, das ist der Original-Kontoauszug aus der TWS, wo das also aus der Kontoverwaltung, wo ihr das nachvollziehen könnt, dass also am Ende da hier ein kleiner Gewinn übrig geblieben ist. So, das war es mal wieder für einen oder ein Beispiel aus unseren Optionsstrategien. Heute ist ja Mittwoch, das heißt, heute erscheint ja die neue aktuelle Ausgabe der Optionsstrategien. Ich weiß, viele von euch, die zuschauen, haben ja oder sind Abonnenten bei uns. Wenn ihr den Optionsbrief oder die Optionsstrategien noch nicht kennt und ihr wollt euch selbst mal ein Bild machen, irgendwo hier erscheint jetzt so eine Infokarte, klickt einfach drauf, ihr könnt einen kostenfreien 4-Wochen-Test machen, schaut euch das Ganze an, keine Abo-Falle, also ihr könnt euch wirklich ganz frei entscheiden, ob das was für euch ist oder ob ihr sagt, na, ich muss erst noch ein bisschen mehr darüber lernen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euch wünsche ich bis dahin viel Erfolg an der Börse und immer dran denken, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. In diesem Sinne, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye. Das war der Echtgeldtrade, präsentiert vom Börsendienst Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen.